Toter ruft an, meldet sich hier der verstorbene Schriftsteller Konstantin Raudiebe aus einem für uns unvorstellbaren Jenseits. Wir wollten der Sache auf den Grund gehen. Ortstermin in Riebenich an der Mosel. Ich selber habe leider keine Erklärung für diese Telefonanrufe. Der erste Telefonanruf kam im April 1992. Ich war in der Küche am Kochen und plötzlich klingelt dieses Telefon. Nach dem Abheben meldet sich eine getaktete Männerstimme. Es ist ein vollkommen normales Telefongerät, welches ich seit 12 Jahren schon habe. Die Jenseitigen rufen an aus dem sogenannten Jenseits. Wo dieses Jenseits genau ist, vermag ich Ihnen nicht zu sagen. Ich vermute, dass es überall und hier sein kann. Unsere verstorbenen jenseitigen Freunde möchten uns mitteilen, dass es lediglich den Körpertod gibt und dass es keinen Seelentod gibt, dass unsere Seele und zumindest Teile unseres Bewusstseins weiterleben, dass es kein Ende gibt diesbezüglich. Meine verstorbene Mutter sagt Jünken zu mir. Jünken war ein Kosename in meiner Jugend, so nannte mich mein Vater. Dann sagt sie Hallo Junge oder Junge, während die Wesenheit Konstantin Raudiebe mich sieht, lieber Herr Holmes, und er sagt Sie. Ich hatte 1992 einen Telefonkontakt mit meiner Mutter und da teilte sie mir mit, da ich die Frage auch schon gestellt habe, wie kommt ihr in das Telefon rein, dass sie eine Art Energiefeld um das Telefon legen und mit ihrer Schwingung das Telefon zum Läuten bringen. Ich persönlich bin nicht in der Lage, die Jenseitigen anzurufen. Ich habe auch mit 3 Forschern, mit 3 Transkommunikationsforschern, eine Abmachung getroffen, dass wenn ich sterbe, dass ich mich bei den 3, falls es möglich ist, über irgendwelche vorhandenen Apparaturen melden werde.